Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Zellivalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Ja, heute habe ich mal wieder einen kleinen Glitch für euch mit am Start. Und zwar, wie ihr die heiß begehrte Duffelbag bekommt. Klar, ich weiß, es gibt schon enorm viele Glitches, wie das funktioniert. Aber ich finde, dieser Glitch ist am einfachsten. Und zwar, registriert ihr euch einfach nur als CEO, geht in euer Büro, geht an euren PC und startet einfach nur die Mission Beschlagnahme. Seid ihr dann in der Mission, ist es eigentlich ganz simpel. Ihr öffnet einfach nur euer Interaktionsmenü, geht auf Panzerung, Panzerung anzeigen und wählt euch einfach eine x-beliebige Panzerung aus. Habt ihr eine Panzerung ausgesucht, dann geht ihr einfach nur auf Stil, geht auf beleuchtete Kleidung und spammt dort einfach mal für 10 Sekunden. Und das war's eigentlich auch schon. Jetzt könnt ihr den Job nur noch über euer Handy verlassen. Und wenn ihr dann in der freien Lobby spawnt, seht ihr, tada, die wunderschöne, heiß begehrte Duffelbag befindet sich auf eurem Rücken. Jetzt geht ihr eigentlich nur noch in ein Bekleidungsgeschäft, guckt aber, dass ihr in Passivmodus seid, weil solltet ihr sterben, ist die Tasche wieder weg und ihr könnt es wieder von vorne machen. Deswegen geht zuerst in den Passivmodus, geht dann in ein Bekleidungsgeschäft und speichert einfach nur dieses Outfit ab. Und nun habt ihr die Duffelbag und könnt dort reintun, was auch immer ihr wollt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und solltet ihr neu auf dem Kanal sein und mich noch nicht abonniert haben, tut es gerne. Es kostet euch nichts, es tut euch nicht weh und mir bringt es unheimlich viel. In dem Sinne, macht's gut, haut's rein und tschüssi.